Der Verein für Heimatgeschichte wird also zu Recht hoch geschätzt, auch über die Grenzen von Kampornhofen hinweg. Gleiches gilt für den Flößer- und Schifferverein. Er birgt all die Erinnerungen, die mit der Flößerei zusammenhängen, denn dies hat den Ort lange Zeit geprägt. Liebevoll wird gesammelt und auch das Fernsehen war schon einmal da. Gemeinsam schaut man sich gern an, was dabei entstanden ist. Der Schiffermast bei Rheinkilometer 568,6, genauer gesagt in der traditionsreichen Gemeinde Kampornhofen im Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal, weist den Weg. Denn genau gegenüber des mit bunten Fahnen bestückten Reliktes im Rathaus findet sich das Flößer- und Schiffermuseum, in das der Flößer- und Schifferverein Kampornhofen einlädt. Die Mitglieder des Vereins, man sieht es, sind mit Herzblut bei der Sache und mit der Schifffahrt tief verbunden, wie auch bereits die Generationen vor ihnen. Der Beruf wurde zur Berufung. Bereits seit 1888 widmen sich in Kampornhofen ehemalige Schiffer und Flößer der Darstellung ihres Berufsstandes. 1968 wurde das Museum gegründet. 2012 platzen die vereinsbesetzten Räumlichkeiten im Rathaus fast aus allen Nähten. Nicht mehr nur Bürger aus Kampornhofen steuern ihre Erinnerungsstücke bei. Inzwischen erreichen die Vereinsmitglieder die verschiedensten Unikate aus Holland, Belgien oder dem Elsass. Hier wird Geschichte erzählt und Geschichten. Hier das letzte Bild aus dem Jahre 1963. Dabei gab sich Folgendes. Ich war mit dem Schiff in Lobith, das ist an der deutsch-niederländischen Grenze, im Hafen und hatte Urlaub genommen, war zu Hause. Und der Kollege Werner Proff war auch zu Hause, aber sein Schiff seines Vaters lag im Loreleihafen. Also fuhren wir mit der Bahn nach St. Goarshausen, gingen an Bord, frühstückten dort an Bord und gingen dann zu Fuß entlang des Rheins, um das Schauspiel des Eises zu erleben, von Land aus bis nach Kaup. Dort kletterte auf einmal der Pegel ganz schnell stetig aufwärts. Das heißt, es war ein Klicken in diesem mechanischen Pegelwerk zu hören. Was war passiert? Es staute sich das Eis an der Lorelei. Das Wasser stieg enorm an. Gott sei Dank brach das Eis wieder auf und die Wassermasse konnte weiter abfließen. Ansonsten hätten wir eine große Überschwemmung unter Umständen in Kaup erleben können. Erinnerungen, die verbinden. Die beiden Schiffer allerdings haben die Zeit der Flößer nicht mehr aktiv miterleben können. Ein Knochenjob. Bevor die Dampfschifffahrt Antrieb bekam, wurden die bis zu 500 Meter langen Floße von rund 500 Arbeitskräften überwiegend zum Floßholzverkauf nach Holland bewegt. Wohnen konnten die Männer in Hütten und auch eine regelmäßige Beköstigung stand ihnen zu, inklusive 4,5 Liter Bier pro Tag. Leichtes Bier natürlich, es musste ja schwer gearbeitet werden. In Holland angekommen, wurde das Floßholz verkauft. Es wurde gebraucht für Wasserbauvorhaben, den Städtebau oder auch den Schiffsbau. Die Arbeiter indes wurden nicht mehr gebraucht und mussten den Heimweg zu Fuß antreten. Und wenn die dann in einer Schar dann zurückkamen zu Fuß von Holland nach Kampornhofen, das waren etwa 500 Kilometer, dann unterwegs soll es sich zugetragen haben, dass wenn Mütter diese kräftigen Mannsbilder sahen, dann taten sie eins, was man heute sich kaum noch vorstellen kann, sie sperrten ihre Töchter ein, solange bis die Flößer vorbei waren. Nur eine der längst verschollen geglaubten Anekdoten, die im Flößer- und Schiffermuseum wieder lebendig werden. Dank der Mitglieder des Flößer- und Schiffervereins Kampornhofen. Allzeit gute Fahrt in Gottes Namen.